Hallo und herzlich willkommen! Friday Night SmackDown ist unsere Show heute und wir haben wieder Matches, die sehr, sehr wichtig sind. Number One Contender Match unter anderem und ein ganz tolles Tag Team Match, wie ich finde. Aber erstmal, was haben wir bei NXT gesehen? Mark Henry, den Mann, den wir auch gleich im ersten Match haben, besiegt Edgardio. Gut und schön. Und dann kommt Luke Bass, attackiert ihn und schlägt ihn nicht mit einem Hammer nieder, mit dem Stuhl. Nee, mit dem NXT Championship Gürtel, den er noch gar nicht gewonnen hat. Es folgt da ein Match gegen Luke Arrow. Der GM hatte Luke Arrow ausgewählt als Gegner. Warum? Wir wissen es immer noch nicht. Vielleicht habt ihr ja eine Meinung dazu. Ich habe meine Meinung geäußert. Der GM wollte unbedingt, dass Luke Arrow das nicht schafft und natürlich Luke Bass Champion wird, ganz einfach. Und jetzt geht's weiter. Kofi Kingston gegen eben Mark Henry. Kofi mit 0-3. Mark Henry hat sein erstes Match gewonnen. Kann Kofi heute ganz besonderen Sieg holen und vielleicht mal einen Sieg schaffen? Oder verliert er zum vierten Mal in vier Matches? Kofi gegen Mark Henry, ein ehemaliger WWE Champion gegen einen ehemaligen World Heavyweight Champion. 0-4. Kofi Kingston rolls on 0-4 und er meinte, dass er nur einen New Day braucht, also nicht gut, was da bei Kofi abläuft. Match 2, Justin Gabriel gegen Tyson Kidd. Das Match würde ich gern sehen, gucken wir aber leider nicht. Highflyer gegen Highflyer oder Tempo gegen Tempo. Wer gewinnt, Tyson oder Justin Gabriel? Justin Gabriel. Match 3, Bad News Barrett. Letzte Woche war er dabei, als Dolph Ziggler ihn attackiert hat im 6-Mann-Tag-Team-Match. Heute Abend gegen Jack Swagger im Einzelmatch. Und er gewinnt. Bad News Barrett in einem guten, ja, was soll ich sagen, in einer guten Verfassung. Letzte Woche war ja nicht so gut. Wurde ja attackiert mit einem Stuhl nach dem Match. Und darum geht's jetzt in Match 4. Curtis Axel und Bo Dallas zusammen gegen RVD und Dolph Ziggler. Dolph Ziggler letzte Woche im Tag Team Match hat er ja Wade Barrett und RVD alleine gelassen. Hat Wade Barrett sogar attackiert. Und nach dem Match wurden ja dann Wade Barrett und Rob Van Dam von eben Bo Dallas und Curtis Axel attackiert mit Stühlen und ziemlich übel zugerichtet. Ja, heute Abend gibt's die Revanche. Dolph Ziggler und RVD, die können anscheinend zusammenarbeiten, tun sich zusammen. Und da kann ich jetzt auch schon mal sagen, was euch erwarten wird bei Battleground. Da haben wir ja das Intercontinental Championship Match. Obwohl ich sag's jetzt, wenn die Entrances vorbei sind, sonst geht das hier gleich unter. Curtis Axel betritt als erster die Arena. Na, letzte Woche hat er einen Sieg eingefangen gegen Kofi und bei SmackDown hat er ja auch gewonnen. In dem 6-Mann-Tag-Team-Match zusammen mit Cesaro und Bo Dallas. Ja, Bo Dallas ist ja heute sein Tag-Team-Partner. And his tag team partner. From Brooksville, Florida. Weight 234 pounds. Bo Dallas. Und jetzt kommen wir zum Gegnerteam, aber ich gehe mal davon aus, dass die beiden heute zusammenarbeiten können. Dolph Ziggler ist der eine Mann. Wir haben ja schon gesehen, dass Ziggler und RVD zusammen ein Tag Team Match gewinnen können. Ja, die Frage ist halt, ob sich irgendjemand einmischt. Vielleicht Bad News Barrett oder Cesaro oder wer weiß, was ich, was kommt. Man weiß es ja nicht direkt. Dieser Universe-Modus ist einfach so wunderschön unvorhersehbar. One of a kind, Rob Van Dam, und tut mir leid, wir machen es wie immer mit, weil es gibt einfach nichts Geileres als The Real RVD. Und jetzt bitte alle wieder am Video gleich mitmachen, weil das gehört einfach dazu. Rob Van Dam. Ich bin mal gespannt, ob Rob Van Dam und RVD, ach, Rob Van Dam und RVD, ja, die zwei vor allem, und Dolph Ziggler natürlich, ob die beiden hier heute Abend wieder zusammen das schaffen können, ein Match zu gewinnen. Gut, das erste Match zusammen war ein Handicap-Match mehr oder weniger, weil Bo Dallas ja abgehauen war. Ja, und heute, ja, guckt euch das an, so will ich das auch sehen, die beiden arbeiten zusammen. Anders als letzte Woche von Dolph Ziggler, da wurde ja schon gefragt, ob Dolph Ziggler jetzt heel geturnt ist, aber Quatsch, warum sollte er heel geturnt sein? Der will einfach nur beweisen, dass er unbedingt den World Champion Titel hat. Ach, den World Champion, jetzt ist aber gut mit den ganzen Versprechern. Er wollte einfach nur beweisen, dass er Intercontinental Champion werden kann. Und was ich jetzt sagen wollte, ist ganz einfach, das Intercontinental Championship Match, es steht fest. Es wird in der Pre-Show stattfinden, das habe ich schon im Forum angekündigt. Eine unglaubliche 6-Mann-Elimination, ja,
Challenge, könnte man sagen. 6 Superstars im Ring und Cover und dann geht's weiter. One. Moment, ich dachte gerade, es wäre schon zu Ende. Muss man ja immer aufpassen hier. Zigzag! Was? Wieso kommt der Ziggler denn hier mit dem Zigzag nach wie viel Minuten? Hab gar nicht auf die Uhr geguckt. Es ist doch noch überhaupt nicht lange am Laufen, das Match. Cover. Da ist es schon. One, two. Ah, 2,5. Ich dachte gerade, das wäre ja mal verdammt schnell gewesen. Curtis Axel kontert. Also, ich glaube, ich muss gleich nochmal neu ausholen wegen dem Intercontinental Championship Match. Im Forum findet ihr das auch im. Das ist doch der Hammer. Bro, Dallas will wieder gehen? Nee. Jetzt attackiert er sich draußen mit Rob Van Dam. Der Referee muss da zwischengehen und jetzt werden beide aus der Halle geschmissen. Der Referee hat ja wohl Käse im Kopf. Und jetzt haben wir Dolph Ziggler gegen Curtis Axel hier im Ring als Einzelmatch. Also diese Intercontinental Champion Titelfehde, ne? Die kann man ja nur noch einrahmen. Da kann man noch nichts mehr besser dran machen. Eben hat man Tag Team Match, jetzt ist es ein Einzelmatch, weil der Referee keinen Bock mehr hat auf Bo Dallas und auf RVD. Ja, Bo Dallas, 3 Matches ist er angesetzt. Bei einem kann er überhaupt nur, kämpft er bis zum Ende. Bei den anderen fliegt er raus oder haut ab. Auch eine gute Statistik. Und was ich jetzt sagen wollte, wir werden eine 6-Mann-Elimination-Challenge haben in der Pre-Show. Curtis Axel, Bo Dallas, Antonio Cesaro, RVD, Dolph Ziggler und Wade Barrett. Diese 6 Leute. Und es wird wie ein Elimination-Match sein. Also nicht Over-the-Top-Rope-Battle-Royal, sondern Cover, man ist eliminiert. Und das, bis nur noch einer im Ring steht. So, wie wir das kennen, haben wir auch schon mal im WWE-13-Let's Play gebracht. Also, wird sehr interessant. Bestimmt eins der besten Matches. Wenn ich so die Storyline hier sehe, muss das ja eins der besten Matches werden. Kann ja eigentlich gar nicht anders. Weil, guckt euch diese Storyline an. Sie ist jede Woche aufs Neue wieder der Hammer. Und wir haben ja auch gerade eben schon den Zigzag gezeigt bekommen. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie lange das Match noch läuft. Weil Curtis Axel jetzt natürlich nicht mehr wechseln kann, zum Beispiel mit Bo Dallas. Aber cool einfach, wie das mit diesen 6 Superstars hier so eskaliert. Und jetzt der Leverage-Pin. 1, 2. Ah, ich dachte, Dolph Ziggler kann ihn bis zum Ende einrollen. Und jetzt schön in die Brücke gegangen. 1, 2, 3. Und Curtis Axel wieder mit einem Sieg. Und das war jetzt ein Überraschungssieg, wie er im Buche steht. Er hatte schon den Zigzag eingesteckt. Die Aktion müssen wir aber jetzt nochmal unbedingt gucken. Das sah ja, sah ja cool aus. Da war der Einrollerpin und dann hier. Da zack, kann Dolph Ziggler nicht mehr rauskommen. Erst als der Referee schon bis 3 gezählt hat. Und jetzt kommen Wade Barrett und Cesaro und greifen. Jetzt ist Bo Dallas auch wieder da zum Feiern. Und jetzt greifen Wade Barrett und Cesaro hier an. Ja, da war Bo Dallas wohl wieder in den Ring gestürmt, um mit Curtis Axel dann doch zu feiern. Und was passiert? Wade Barrett und Cesaro stürmen in den Ring. Die Jungs, die ja gar nicht heute überhaupt in dieser Fehde verwickelt waren. Wade Barrett hat ja sein Match gegen Jack Swagger gehabt. Ich habe gerade noch über das Intercontinental Champion 6-Mann-Match gesprochen. Jetzt wisst ihr auch, warum diese 6-Mann. Die 4, die wir hier sehen, RVD und Dolph Ziggler noch dazu. Hell yeah, dann geht's ab. Wir kommen zum Main Event. Also ihr könnt ja hier an den Bildern sehen, hier gibt es keine Freunde und keine Feinde. Vielleicht noch RVD und Dolph Ziggler, die können sich vielleicht ab, aber sonst, RVD hat ja noch keinen hängen gelassen, Dolph Ziggler schon mal ausgerastet, aber wie wir jetzt hier sehen gerade haben auch Cesaro und Wade Barrett zusammengekämpft, die letzte Woche noch gegeneinander gekämpft haben. Also es wechselt jede Woche, ist einfach nur geil. Hier kann man nicht sagen, ja, der arbeitet mit dem und der mit dem. Die hassen sich einfach alle und das macht es meiner Meinung nach so geil. Und jetzt habe ich so viel geredet, jetzt kommen wir zum Number One Contender Match. Der Gegner von John Cena wird jetzt herausgefunden, Respect the Beard. Und er tritt an gegen Ryback, das habe ich ja schon angekündigt. Feed Me More, da kommt er, Ryback. Und der will durchstarten, der will richtig Vollgas geben. Future World Champion will er werden, natürlich. Der Mann ist überzeugt natürlich, hier heute Abend zu gewinnen und dann gegen John Cena anzutreten. Ja, RVD. Aber wie komme ich immer auf RVD? Das ist, weil das Intercontinental Championship-Rennen so spannend ist. Daniel Bryan hat ja letzte Woche ein super Match gehabt gegen Rey Mysterio. Das hat er ja gewonnen nach einem super, ja, LeBell-Lock, Yes-Lock, wie auch immer ihr nennen wollt.
Ja, und John Cena, der wird jetzt bestimmt Backstage stehen und sich sehr genau das Match, ich sag es, und da kommt John Cena an den Ring und setzt sich hin. Leute, ich kann gar nicht mehr kommentieren, weil der Universe-Modus mir immer wieder was Neues hier hinklatscht, womit keiner rechnet. John Cena kommt zum Ring und guckt sich das Match natürlich an und dann geht's jetzt los. Daniel Bryan gegen Ryback. Ja klar, zwei frühere, die bei NXT waren. Was bei NXT für Superstars heranwachsen, sehen wir an dem Beispiel hier ganz gut. Zwei Superstars, die jetzt ganz oben mitkämpfen in der WWE. Und was momentan bei NXT anwächst, ist natürlich heranwächst, ist natürlich auch nicht schlecht. Luke Bass, mehr muss ich ja eigentlich dazu nicht sagen. Da bin ich ja eh gespannt, was da bei NXT so abgeht in der nächsten Woche mit dem neuen Champion. Und wer hier jetzt gewinnt, der kann natürlich den ganz großen Gürtel holen. Ryback oder Daniel Bryan, der Sieger, trifft bei Battleground auf John Cena. Deswegen wahrscheinlich ja John Cena auch hier, weil er will sehen, welcher von den beiden hier gewinnt und auf was er sich einstellen muss. Ryback, Powerhouse, Daniel Bryan, Submission-Spezialist, Geschwindigkeitsfanatiker, also zwei Gegner, die könnten unterschiedlicher gar nicht sein, aber John Cena ist natürlich erfahren genug, um gegen alles zu bestehen. Und so ein schönes Match hier, Daniel Bryan gegen Ryback, das kann man auch sogar beim Pay-Per-View im Main-Event haben. Tu die beiden um den World Heavyweight Champion-Titel in den Ring und du hast auch ein super 5-Sterne-Match. So ist es halt, einer der beiden gegen John Cena, was will man mehr? Also, da gibt es schlechtere Matches für Pay-Per-Views. Ist ja das erste Match, was wir von Ryback sehen, das zweite jetzt von Daniel Bryan. Er hat letzte Woche Rey Mysterio zum Aufgeben gebracht, eigentlich relativ schnell. Ray hat ja denselben Fehler gemacht wie jemand von NXT, rausgegangen, sich nicht weiter konzentriert, in den Ring gekommen und zack, Finisher kassiert. In dem Fall war es der Yes-Lock und dann musste Ray ja abklopfen. Oh, schöne Aktion von Ryback, da klatscht da Daniel Bryan einfach um und jetzt hier haut er ihn immer wieder auf die Matte. Klar, das will Daniel Bryan nicht, aber klar, Ryback macht weiter, weil das ist schon effektiv. Und wenn der Shellshock kommt, dann bin ich mir eigentlich immer relativ sicher, dann ist es vorbei. Aber man kann sich halt nie sicher sein. Wir haben es eben auch gesehen, Curtis Axel ist nach dem Zigzag auch nach 2,99 noch ausgekickt. Also man weiß es nie. Das Einzige, wo man momentan sicher sein kann, ist, dass wenn Luke Bass den Big Boot zeigt und dann auch noch den Buzzer hinterher, dann ist es relativ meist, also relativ zu Ende. Jetzt hat sich gerade Origin geöffnet. Ich hoffe, das habt ihr nicht gehört. Wenn doch, ist ja auch nicht so schlimm. So, Ryback mit dem Konter schickt Daniel Bryan in die Ecke. Ja, da haut er daneben. Und jetzt gibt Daniel Bryan Gas. Aufs Top Rope, drüber, über Ryback. Nimmt Anlauf, in Seil, abgeduckt. Und jetzt Daniel Bryan mit dem Lee. Also dem flachen Clothesline. Und jetzt gibt's die Kicks von Daniel Bryan. Zack, zack, zack. Ryback muss aufpassen. Kassiert hier einen Kick nach dem anderen wieder. Zack. Und jetzt Daniel Bryan nimmt Anlauf und an die Schläfe von Ryback. Und jetzt schon das Cover. One, two. Aber Ryback kommt dabei, ja, zweieinhalb kann man sagen, raus. Und jetzt Daniel Bryan mit dem Shining Wizard trifft der Ryback genau am Kinn. One, two, three. Und Daniel Bryan ist neuer Number One Contender auf John Cenas World Heavyweight Championship Match. Titel natürlich. Jetzt nochmal den Shining Wizard. Kommt der nochmal? Ja, da kam Ryback noch raus und dann direkt danach, zack, Shining Wizard. Und da gingen Ryback die Lichter aus. Da ist Alberto Del Rio, was will der denn hier mit der Eisenstange und attackiert Daniel Bryan? Rasten denn alle aus? Alberto Del Rio, er verliert in der ersten Woche, obwohl ihm Bryan da mehr oder weniger sogar geholfen hat. Und heute attackiert er dann hier Daniel Bryan. Was ist denn jetzt wieder los? Also ein Fazit für diese SmackDown-Ausgabe. Jeder rastet wieder aus. Wirklich jeder. Selbst Leute, die gar nicht im Match involviert sind. Oha. Das kann ja mal eine heitere nächste Woche werden. Die letzte Woche vor Battleground, vom ersten Pay-Per-View. Ich hoffe, es hat euch heute Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. 14 Minuten, etwas länger als NXT. Das ging ja super schnell. Lasst einen Kommentar da. Guckt ins Forum in der Beschreibung. Der Link zum Forum. Seid Teil der Community. Ihr könnt da viel mitentscheiden, um das mal so zu sagen. Also, bis dahin. Hell yeah!